Onkel Boy, seid gegrüßt, herzlich willkommen, neue Runde vom Estate Agent Simulator. Weil einige Leute nicht genau wissen, was sie tun. Ja, for sale. Eigentlich wollen wir heute mal das erste Grundstück kaufen. 18.900. Aha. Und jetzt kann ich entscheiden, welches Haus ich darauf bauen wollen würde. So 105, Bauzeit 6 Tage. Das sind die, das ist halt das Größte, ne? Ja, warum ist das denn... Was ist das denn teurer? 2 plus 100 hat keine Garage, hat keine Garage. Hat keine Garage. Aber das ist das mit 560 Quadrat, also das würden wir ja machen. Das andere macht keinen Sinn, also... Ich muss das jetzt ein paar Tage... Also von den Preisunterschieden ist es albern, ne? Ich sag mal, wenn man jetzt das Spiel ein bisschen sinniger gestalten würde, würde ich sagen, kriegst du das Haus für 50, 60... Oder ne, 50, 75, 100, auch irgendwie 120, 140, 200 oder sowas, ne? Oder sogar 300.000 würde ich schätzen. Und die Häuser hier eben auch günstig, weil es ja wenig Quadratmeter. Das hat immerhin 200 Quadratmeter, aber die anderen, da stimmt die Preisgestaltung noch nicht. Jetzt kann ich hier hingehen, wenn ich Geld habe, also wir brauchen mindestens 105. Dann könnten wir hier ein eigenes Haus bauen und dann müssen wir auch keine Miete mehr, also nichts dafür abdrücken. Gut, aber wenn sich irgendwo trotzdem andere Mietschnäppchen hier, ne, Schnäppchenhäuser wieder ergeben, dann ja, sollten wir es trotzdem noch mitnehmen. Umso mehr wir täglich einnehmen, umso besser. Naja, dann lieber, das ist super. In der letzten Folge haben wir freigeschaltet, dass wir noch einen zweiten Geldeintreiber einstellen können. Da brauchen wir natürlich wieder einen oder eine, die mindestens 6 Mieten eintreiben kann. Aber die nehmen wir morgen schon. Laura, ich hoffe, du magst unsere Stadt. Danke für euch, alles mal. Hallo, mein Hübscher. Und du hast einen schönen Tag. Ja, kein schöner Tag. Okay. Aber arbeiten möchte ich trotzdem nicht, ne? Du läufst doch einfach immer nur was. Ich bin fast im Park. Danke. Wieso habe ich jetzt 100%? Ich musste also gar nicht mit Shelly reden. Lass mich in Ruhe. Ich muss mit anderen Leuten reden, scheinbar. Was guckst du denn so? Nicht so aggressiv. Was ist das in der Stadt? Zeug, das interessiert mich nicht. Okay, danke. Ich habe das Gespräch mit dem Herrn gehabt. Lena? 3 Mieten, Lena, das ist nicht gut. Ach, auf der Suche wieder nach Personal hier. War nicht so leicht zu finden. Luisa. Sieht wunderschön aus. Wir hatten ja die ganzen Frauen in der City. Macht man so als Immobilienmakler. Wer weiß, vielleicht wird das irgendwann Kundschaft. Laura sieht auch wunderschön aus. Lauf dich auf. Tschüss. So, er sieht aber auch hier. Sebastian. Hallo, wo willst du denn hin? Das geht dich nichts an. Ich bin in Eile. Ich dachte, du siehst hier seriös aus. 27.000 für die Hütte? Nö. Holger? Nerv mich nicht. Auch eine oder einen, der mindestens 6 Mieten einkassiert. Darunter läuft nichts. Dann schon wieder. 7 Mieten finde ich in Ordnung. 650. Ja, machen wir, komm. Müssen nur sehen, dass wir jetzt mehr Häuser kriegen für mehr Mieten, ne? Ja, klar. Guck mal, Sebastian. Preis macht mir Angst. Ich würde nur 8.000 bezahlen.
Danke. Ups. Und wir wieder ein paar Erfahrungspunkte sammeln. So, mal wieder gucken, dass wir noch zum Architekt hinkommen, das nochmal einrichten lassen. Eine schöne Hütte hier. Das war schon. Bringt auch echt nicht, also so grundsätzlich bringt die Hütte relativ wenig Geld. Das ist nochmal 24, ja. Teuer. Das wäre also Geld. Danke. Das ist doch so teuer, ne? Ja, ist mir zu teuer. Knapp, aber ein bisschen zu teuer. Gut, wo haben wir das Auto stehen lassen? Komm mal weit weg, ne? Das ist auch, ja. Schauen wir schon gar nicht mehr zur Architektin. Dann würde mich aber noch mal interessieren, was die beiden Häuser hier kosten, ob da vielleicht noch ein Schnäppchen bei ist. Wow, 163. Also gehört, was der Nachbar nehmen will. Du nimmst nur 38. Ja, habe ich leider nicht mehr. Sonst wäre es halbwegs interessant gewesen. Hier gegenüber haben wir vielleicht noch eins. Auch ein bisschen zu teuer. Aber okay. Am nächsten Tag jetzt erwarten wir echt dicke Einnahmen. Ne? Wenn wir mal irgendwie jetzt 2-3 Tage weitergehen. Dann sollten wir schon fast diese 100.000 zusammen haben, die wir brauchen, um das erste eigene Haus hier auf dieses eigene Grundstück zu bauen. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es dann noch 2 weitere Baugrundstücke hier in diesem Ort. Die anderen Orte rundherum eigentlich auch funktionieren, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir sind ja das eine Mal so eine kleine Rundfahrt gefahren und dann haben wir irgendwie noch eine andere Stadt entdeckt, glaube ich. Ich war mir nicht so sicher. Letzte Häuser haben wir jetzt schon, Immobilien zu vermieten. Wie immer, ne? Jagdsaison? Ist aber noch nicht. Ist, glaube ich, echt patchmäßig. Na gut, gute Nacht. Ich lieber nochmal einen Schluck Kaffee. Prost, Leute. Flimm. So, sind wir gespannt, wie viel Geld die heute eingetrieben haben, ne? Auktion? Nee, nee, das können die behalten, den Quatsch. Das ist eine Auktion, brauchen wir gar nichts mehr. Lass mal Papier wegschmeißen. Erstmal die wichtigen Sachen, erstmal aufräumen und dann holen wir uns das Geld. Die falsche. So. Mila, wie sieht's aus bei dir heute? 36.000 Mieter eingesammelt. Ich danke Ihnen. Tobias, hast auch gut gearbeitet? Ja, mit den Mieten für Häuser. Ja, guck mal, 32.000. Ching, 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 ching. Jetzt könnt ihr Feier machen. Ah, meint auch, er ist cool, aber so viel Geld eingetrieben hat. Wie er läuft. Checker. So, der nächste dritte würde nochmal. Guck mal, erhöht die Assistentenquote auf 3. Assistenten können sich nicht um alle Mieter kümmern. Sie müssen mehr Assistenten einstellen. Ich kann, glaube ich, noch einen mehr einstellen, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
Aber es ist ja eigentlich so gut wie alles abkassiert, ne? Ich meine, viel mehr verdienen wir dann am Tag auch nicht. Wir haben heute noch nicht auf die besten Liste geguckt. 7.469. Ah, jetzt läuft die Branche hier. Unser, ne, Unternehmen floriert. Wie können wir das nur steigern? Nur mit noch mehr Immobilien. Ja, überall einfach einen Kühlschrank nachher reinstellen, ne? So. Seltensten, was die verbleibende Zeit. Wo? Was? Wo ist 38? Da oben irgendwo, oder? Ätzend. Leute, wo ist 38? Ich 30 Sekunden einen Diebstahl zu verhindern. So kenne ich mich hier nicht aus. Muss irgendwo hier sein. War das da, wo die hier Frau immer mit diesem unmoralischen Angebot war, oder? 29. 39. 28. 30. Aber noch Diebe, die uns die Bude ausräumen wollen. Das ist unglaublich. Die Bude ist nicht mehr vermietet oder was? Ist da ausgezogen und dann kommt gleich ein Räuber oder was? Diese Kriminellen hier, ne? Das war schon wieder bei diesem Parkplatz-Simulator da, wo da immer so ein Heini angerannt kam doch und irgendwelche Reifen gestohlen hat. Der andere wird sich vielleicht noch erinnern. Wenn ich das noch schmiere. So, hier ist schon was im Garten. Das kann ich aber mit Gartensachen tatsächlich den Wert auch noch so richtig pimpen kann, also richtig mehr Geld machen kann, weiß nicht. Also hätte ich sonst wahrscheinlich den teuersten Computer hier geklaut, ne? Und das ist die 38, muss doch in die Miete rein. Wieso ist die nicht in der Miete? Lagerhausbattle könnt ihr alleine machen. Ich steigere nichts mehr. So, 5.200. Letzte Anzeige, so, schon. Ist ein bisschen Schmutz. Ah, warte. Da. Mal gucken, ob hier ein Schnäppchen bei ist. Ja, 39 ist nicht richtig schnäppchenmäßig. Sich auch nicht. Und so, Ella? Okay, tschüss. Mal gucken, jetzt schnacken wir mal über Gelegenheit die Frauen an hier. Wir brauchen, glaube ich, noch einen dritten Kassierer. Damit Sicherheit alle Mieten auch einkassiert werden. Und wir dann schon wieder ein bisschen Puffer haben für den nächsten halt, ne? 15.000. Ja, macht mir Angst. Hab ich Angst vor unserem Preis. So, sagen wir mal 17. Ja. Dadurch haben wir 8 Fertigkeitspunkte gekriegt. Und durchlüften stinkt hier drin. Oben sieht es ja schon recht sauber aus.
Also irgendwann verliert man nachher den Überblick, glaube ich, an Immobilien. Aktiv und so, also, was haben wir noch? 24 und 13 wollen wir jetzt noch irgendwie einrichten lassen von der Architektin. Und dann in die Vermietung bringen. So, gute Frau. 24, wir nehmen das Beste, ne? Oder das mit den meisten Möbeln. Gesamtkosten für die Möbel 21, ich mach mal das teurer. Und für die 13 auch das teurer. Habe ich jetzt zweimal die gleiche Nummer genommen? Hoffe nicht. Mal schnell gucken, ob da einer steht. Nee, ne, komm, ist gar nicht. Wir hatten das auf jeden Fall eingerichtet. 5700 können wir hier erzielen. Auf 5,6. Stellen wir für 5.600 ein. Gut. Andere Haus. Hier ist noch eins. Ups. Ist die 24 gewesen? Ja, muss ja. Wir haben aber viel Geld für ausgegeben und haben überhaupt gar keinen ordentlichen Mietwert. Unglücklich eingerichtet. Kann ja keiner mehr laufen hier. Sind irgendwie so teure Einrichtungen, die man aber hier nicht mag, oder was ist das für ein Quatsch? So, 3,6. Wollen wir dann aber auch hier haben, ne? Gut, dann haben wir drei Häuser, die wir loswerden wollen. Dann fahren wir schnell zum Büro, ne? Da ist ja noch Interessenten da, dass wir zumindest am heutigen Tag noch irgendwie eins. Oh nein. Ja, ist ja gut. Ein oder zwei Häuser noch vermietet bekommen. So, was ist denn hier alles los? Ladies first, Ella. Willkommen. 18 Tage. Das ist ein Scheiß. Hier, was? Oh nein, ist zu spät, ne? Pass auf, hallo. 0 Tage. Ja, kannst du für 0 Tage. Übersteigt den Betrag? Nein. Und nicht mit jedem Geschäfte. Tobias. 8 Tage nur.
Kriegen wir zumindest noch einen heute, ne? Du schon wieder. Ich will schnell das Haus weg. Ja, mit ihr können wir auch nicht mehr reden. Okay. Darf ich trotzdem noch tanken? Ich habe sogar Licht. Das brauchen wir natürlich dringend in dem Spiel, weil es so dunkel ist. In der Nacht. Gut, dass wir Licht haben. Lieber aus. Ich mache ja noch eine Batterie leer ist oder so. Also, lieber die Tür zu. So, eine gute Nacht. Ist schon wieder. Was ist denn hier los? Folgen rennen. 20 Minuten sind schon wieder rum. Ja, der Tag heute war noch nicht so pralle, aber wir laufen mal rüber oder fahren rüber zum Büro. Da wartet unser Fachpersonal, hat Geld eingetrieben. Und dann werden wir sehen, dass wir noch diese anderen beiden Objekte vermietet bekommen. Ja, und viel mehr brauchen wir heute gar nicht machen eigentlich. Hallo Robert. Charlotte. Johanna. Hey, sieh mich an. Ich das Haus fertig. Die will, kann auch bestimmt wieder nicht bezahlen. Sind das nicht alles, gute Frau? So, Plastik. Paper. Wir müssen was essen. Dann gucken wir erstmal. Warte. Spannung. 7362, Leute. Wow. Na. Pass auf. 17 Tage ist in Ordnung. Einen Tag noch. So, wie sieht's aus? Habt ihr ein bisschen Geld für mich? Mila? Danke. Ja, Tobias? Danke. Das läuft. Haben wir irgendwelche Häuser jetzt wieder? Die raus sind aus der Miete eigentlich. Ah hier, 2 Tage noch. Nummer 10 ist noch 2 Tage. Das ist rot angezeigt. Nummer 16 ist noch 1 Tag. Hella. 5 Tage. Ja, mach doch. Da haben wir alles wieder vermietet. Perfekt. Ne? Reicht noch nicht ganz für das Haus. Ich würde jetzt auch nur gucken, ob von den teuren Premium-Häusern vielleicht noch irgendwo wieder Schnäppchen zu haben sind. Also generell, ne, ob Schnäppchen da sind irgendwo. Hier ist zumindest eins. Also, guck mich an. Hast du nachher wieder gesucht oder was? Guck mich an. Oh ja, das Haus nehmen wir zu dem Preis, Ella. Ich weiß. Zahlt ihr 17. Wow. Das war easy. Danke. Mal schon aufräumen. Oh, das war das erste Mal, dass hier so ein Kaminofen drin ist, oder? Den Hauszug, glaube ich, haben wir noch nicht gehabt. Oh, wieder Kakerlack. Ach Mann, du Leute. Ja. Thank you.
Das ist natürlich Premium-mäßig, ne? Nebenan ist die Architektin, nebenan ist auch das Einrichtungsdings. Da können wir hier nochmal ordentlich was rausholen aus der Bude. Moin. Machen wir in der nächsten Folge. Bis dann, vielen Dank und tschüss.